Hallo Silvia, hallo Diego, stellt euch mal vor. Hallo, ich bin Studentin in Karlsruhe und jetzt heute hier auf der Hannover Messe, um das VDE Youngnet zu repräsentieren als Youngnet-Sprecherin. Hallo, mein Name ist Diego und seit Oktober letztes Jahres auch Sprecher geworden. Und ich komme aus Kassel und ich bin eigentlich die ganze Woche hier auf der Hannover Messe. Ja, Silvia, du bist heute erst angereist. Auf was hast du, freust du dich am meisten auf der Hannover Messe? Ja, ich freue mich vor allem darauf, auch mal selber über die ganze Messe zu gehen, zu sehen, was die Firmen alles ausstellen. Das ist immer ganz spannend, so wenn man gerade aus dem Studium kommt und jetzt mal hier sehen kann, was kann ich denn nachher damit anfangen? Was ist denn schon möglich heute? Und auch einfach mal zu sehen, wie weit die Technik heute schon ist und was für faszinierende Technologien es gibt. Und auch die Möglichkeit zu haben, mit den Entwicklern selber ins Gespräch zu kommen auf den verschiedenen Ständen. Und worauf ich mich natürlich auch sehr freue, ist, dass morgen die ganzen Hochschulgruppen hier zu Gast sein werden, die wir hier auch sehr gerne begrüßen werden. Und hoffe, dass sie auch eine tolle Zeit hier haben. Ja, Diego, du bist ja schon seit Montag hier auf der Messe und hast dir schon einige Stände und Vorträge angehört. Was fasziniert dich am meisten bisher? Ja, genau, eben die Gelegenheit, auch etwas vom Programm mitzubekommen und auch die Möglichkeit, sich dann auch gezielt Vorträge anzuhören zum Thema nicht nur Energietechnik in unserem Forum Live Netz Power, sondern auch in einem Forum für Automatisierungstechnik. Und ja, gestern hatten wir ja auch gesehen, auch die Preisvergabe zur Robotik. Und da war eine Firma aus Kassel und das war spannend zu sehen, ja. Du studierst jetzt Elektrotechnik im Master mit Vertiefungsrichtungen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Kannst du etwas Praktisches oder Fachliches für dein Studium hier von der Messe mitnehmen? Ja, eben die Verbindung Theorie und Praxis und in dem Bereich auch funktionale Sicherheit und das mit der Roboterkollaboration finde ich auch sehr spannend, wie die Messtechnik da eine Rolle spielt, die Sensorik. Und man kann sich natürlich auch die Geräte angucken und da vor Ort auch mit den Leuten sprechen, darüber zu erfahren, wie das funktioniert und das finde ich toll, ja. Ja, jetzt war jetzt im Januar das erste Bundesteamtreffen in Mahlsfeld. Kommt jetzt etwas mehr frischer Wind in das Bundesteam? Ja, das hoffe ich. Ich glaube, gerade auf dem Bundesteamtreffen haben wir nochmal viele engagierte und motivierte Leute dafür begeistern können, sich auch über ihre Hochschulgruppe hinaus zu engagieren und jetzt die Möglichkeit, einfach auf einen viel größeren Pool von Leuten zuzugreifen, die aktiv mitarbeiten. Und worauf ich mich jetzt auch schon sehr freue, ist, dass es im Sommer wieder ein weiteres Event geben wird für das Bundesteam, wo es auch nochmal einfach darum geht, sich auszutauschen, zu netzwerken und zu überlegen, wie können wir gut auch überregional zusammenarbeiten. Und das Ganze wird jetzt auch unterstützt von einer Online-Plattform, mit der jetzt alles besser werden soll. Man kann gespannt bleiben, aber ich glaube, es wird sich in Zukunft da einiges tun. Danke fürs Gespräch und noch eine schöne Messewoche.